Nächster Halt, Sandow-Hermannstraße 19. Hier wartet Optikermeisterin Maria Nürnberger auf das Shopping-Duo. Die Brillenspezialistin arbeitet hier im Familienbetrieb Augenoptik Nürnberger. Hier sieht man Brillen nicht mehr als Laster, sondern als modisches, hilfreiches Accessoire. Das Ganze wird noch durch individuelle Beratung, Kompetenz und Menschlichkeit abgerundet. Gemeinsam werden drei unterschiedliche Gestelle ausgesucht. Vorab bestimmt Maria Ines Sehschärfe. Zusätzlich führt sie noch eine optometrische Untersuchung durch. Dabei werden der Augeninnendruck und der Augenhintergrund mit modernsten technischen Geräten geprüft. Dadurch wird eine bestmögliche Sehqualität garantiert. Nach der Überprüfung kann Ines endlich die Brillen anprobieren. Okay, Ines, als erstes möchte ich dir gerne ein Modell aufsetzen, was von der Größe etwas moderner ist. Farbe passt sehr gut zu deinem Stil. Ja, schön die kühleren Töne. Die Form sitzt sehr schön gut auf. Deine Augen kommen hier sehr gut zur Geltung, werden vom Rahmen nicht übertrumpft und kommen ja sehr gut hervor. Sitzt auch sehr gut auf. Wir probieren noch mal ein nächstes Modell. Und zwar ein etwas markanteres. Rund ist immer sehr modern, immer noch. Es ist zeitlos, aber wir schauen mal, ob es auch zu dir passt. Vom Typ her würde ich jetzt sagen, ist es nicht so dein Stil. Es ist auch sehr dunkel, ein bisschen zu markant und stiehlt im Gesicht die Show. Fügt sich nicht so gut ein. Dann schauen wir uns noch einmal ein solches Modell an. Auch sehr schön modern, leichter Retro-Stil. Etwas heller jetzt wieder. Auch kühlere Töne mit dem Schwarz. Also das wäre zum Beispiel hier eine schöne markante Geschichte, nicht zu viel und sieht einfach schön modern, sieht knackig aus. Ines, die steht dir sehr gut. Auch Mandy ist von diesem Modell überzeugt. Ines, wir haben uns für dieses Modell heute entschieden, weil das ist die flippigste, die verrückteste und die passt für mich und auch für Maria am besten zum neuen Ich. Schön, und ich muss euch sagen, ich finde die auch am besten. Ja, sieht super. Gefällt mir. Ja. Super. Mit der passenden Brille im Gepäck machen sich die beiden nun auf den Weg zurück in Mandys Salon. Dort wartet schon die nächste Veränderung. Im Lockenexpress startet die Verwandlung mit Ines Haaren. Eine neue Farbe muss her. Wir hellen jetzt den Ansatz um 1-2 Nuancen auf. Und werden dann die Strähnen, wo jetzt komplett blond ist, wenn wir ein paar Strähnen in der Ansatzfarbe dazwischen setzen. Dann ist das ein ganz tolles, natürliches Ergebnis. Und jetzt heißt es erstmal warten, bis die Farbe eingezogen ist. Nach 20 Minuten Einwirkzeit wird die Farbe ausgespült. So, und nun kommt Mandys Lieblingsgerät ins Spiel, die Schere natürlich. Ein paar freche Details geben dem Ganzen mehr Pep. Durch das Föhnen sticht die neue Farbe erst richtig hervor. Mit einem Glätteisen bringt die Friseurmeisterin Form in die Haare. Aber Mandy weiß, nicht nur auf die Kopfhaare sollte geachtet werden. Mein Zuschauertipp für heute, Oberlippe wachsen statt rasieren. Wichtig, die Haut spannen und gegen die Wuchsrichtung abziehen. Übrigens, das machen wir auch bei uns im Salon. Nächster Schritt, Make-up. Nach der Grundierung wird Rouge auf die Wangen verteilt. Gleichmäßig trägt Mandy Lidschatten und einen Lidstrich auf. Mit Mascara werden schöne, dichte Wimpern gezaubert. Rote Lippen geben den letzten Schliff. Was hier im Vergleich zur ungeschminkten Gesichtshälfte besonders deutlich wird. Das Make-up steht, schnell noch etwas Volumenpuder in die Haare und voilà, Zeit fürs Finale. Fertig, umziehen. Ines, hier ist dein neues Ich. Ey, ganz anders. Das bin ich.
super. Hm. Gefällt mir. Da komme ich doch glatt weg nochmal. Toll, schön. Klamotte kenne ich ja schon, aber der Rest? Super! Beim direkten Vergleich der Vorher-Nachher-Fotos wird die Veränderung deutlich sichtbar. Ines wirkt gleich viel weiblicher und ihre Gesichtsproportionen kommen durch die neue Frisur und die Brille viel besser zur Geltung. Das neue Outfit betont ihre Figur, vor allem ihre langen Beine werden so in Szene gesetzt. Aber die größte Veränderung sieht Ines ganz woanders. Also ich finde das ganz stylisch, die Haare flott, mal geschminkt. Ich bin sonst eigentlich immer ungeschminkt. Finde ich prima. Unserer Kandidatin gefällt's. Jetzt muss es nur noch ihren Mann überzeugen. Darauf natürlich erstmal ein Gläschen Sekt.